Weil Max ist immer, wenn er mal einen Shot misst oder gerade irgendwas Unglückliches passiert, dann hört man schon mal so ein kleines Gestöhne oder so. Ich habe ein gutes Argument. Ja? Du bist manchmal echt lost. Autsch! Hast du genommen? Dich. Mich? Ich bin die Ruhe in Person. Du? Mich kann man nicht töten. Mich kann man auch nicht töten. Wahrscheinlich, wenn ich wieder Free Frags gemisst habe, da gehe ich immer ein bisschen an die Decke, wenn ich so Safe Shots misse. Lukas ist ein bisschen so, als IGL wäre schon wichtig, da ruhig zu bleiben. Also wäre schon nicht so gut, wenn er der Erste ist, der tiltet. Wenn du manchmal Sachen im Kopf hast und die dann nicht so gut funktionieren, dann kann es schon sein, dass du ein bisschen emotional wirst, beziehungsweise ja, frustriert. Ich denke, das ist Pflicht, wenn man als IGL einfach sieht, was teilweise passiert. Manchmal, wenn du so einen fetten Headshot bekommst, dann, ja, dann, eher so, dann ist man ein bisschen sauer. Ja, so. Okay, aber jetzt auch nicht so oft, aber Tendenz dann schon eher ich als jetzt. Eher. Also ich habe jetzt Marvin genommen, aufgrund dessen, weil ich halt echt ein Tilt bin. Also ich kann da nicht viel zu sagen, so. Ich bin jetzt nicht so der große Tilter. Ja, Max und ich nehmen uns da manchmal nicht viel. Ich werde manchmal auch ein bisschen sauer, so, aber wie gerade schon gesagt, so als Single Leader und Teamcap muss man ein bisschen die Ruhe manchmal bewahren, aber bei Max ist immer, wenn er mal einen Shot misst oder gerade irgendwas Unglückliches passiert, dann hört man schon mal. Ja, mal ab und zu mal würde schon sagen, dass wir noch Mist bauen. Also, er ist schon manchmal dazu berechtigt, auch mal zu tilten, oder? Schon eher ich. Hast du auch mich genau? Ja, klar. Ja, weil ich halt sehr ruhig bin. Und Marvin ist, denke ich, so der Aktivere von uns allen, glaube ich, im Team. Wahrscheinlich overall du, aber ich würde sagen, so manchmal, wenn ich rumschreie oder so, also wenn man jetzt im Offi gucken würde, wer war mal am lautesten so einmal, wäre vielleicht auch ich. Wenn ich ja, mal gut. So einmal so rausbrülle, weißt du? Ja, ja gut, klar. Ich, ja. Muss ich sein. Also wenn ich jetzt als IGL nicht der lauteste wäre im Teamchat, wäre was falsch. Ja. Ich würde auch recht sagen. Ja, ich bin halt Ansager. Also ja, genau. Ich denke, das wird der Hauptgrund dafür sein, dass ich auch mehr rede. Aber wenn du dich an die Corona Office zurückerinnerst. So ja, okay. Ja, okay, ja gut. Dann, da bin ja, ich schon, da bin ja, schon ziemlich laut. Ja gut, dann ich will halt, dass die Leute mich hören und dann rede ich auch ein bisschen lauter und manchmal gibt es wichtige Calls, die schreie ich ganz laut raus, weil wenn sie die nicht hören, dann ist vielleicht die Runde lost. Das ist ganz einfach. Ehrlich? Ja. Definitiv. Ich habe nicht einen Skill mehr im Inventar. Ich bin full default unterwegs. Ich bin das. Ja, er ist Skin-Experte. Ich. Ganz klar, ja. Aber wir spielen immer auf dem Skin-Server. Ich weiß gar nicht, was du für Skins hast. Ich mag es auf jeden Fall, Skins zu haben. Ja, ich mag auch Skins, aber ich bin jetzt eher so, okay, ich muss jetzt nicht jeden Monat neue Skins haben, sonst zocke ich da auch mal ein halbes Jahr oder manchmal sogar länger. Ja. Ich habe eigentlich gar keine Skins. Deine Skin gehört Preet, deswegen. Ja, würde sagen ich. Das ist ganz witzig, weil er mir auch immer Skins ausleiht. Deswegen, meine Skins in meinem Inventar sind hauptsächlich von ihm. Ich habe einen M9 Slaughter. Ja. So, dann habe ich irgendwelche Handschuhe, die absolut scheiße aussehen. Ja, aber ich habe genauso. Vielleicht 600 Euro Skins. Also ich investe ein bisschen Geld in Skins, weil Skins inflationsbedingt halt die einzige Anlage ist, die halt nicht down geht, sondern im Gegenteil, es geht sogar stets nach oben. Ich hoffe immer so, wenn ich mir Skins hole, dass die steigen immer, aber passiert leider nie. Außer so bei zum Beispiel DG Blaze so, die kennt ja jeder. Und die ist ja auch über die Jahre sehr im Preis gestiegen. Das ist auch auf jeden Fall einer meiner Lieblingsskins. Aktien gehen down, Krypto geht down und mit Skins macht man halt wirklich sehr guten Profit, muss ich sagen. Ich habe Knife gesponsert von Preet. Shoutouts gehen raus.